So, wenn ich dann meine Turnschuhe soweit mit verschiedenen Materialien und Farben versehen habe, dann kann ich also verschiedene Varianten erstellen, indem ich die umfärbe, sozusagen. Es sind jetzt hier drei verschiedene mit verschiedenen Flächen und so weiter, Strukturen. Und ich kann die alle drei jetzt mal anwählen. Und die Objekte, die ich angewählt habe, kann ich umfärben. Also hier ist das Symbol dafür, heißt Bildmaterial neu färben. Und übers Menü findet man es unter Bearbeiten. Jetzt muss ich gucken, unter Objekt Bildmaterial neu färben. Bildmaterial neu färben. Farben bearbeiten, da ist es. Bearbeiten, Farben bearbeiten, Bildmaterial neu färben. So, egal ob ich es jetzt hier anwähle oder da oben, geht dieses etwas neuere Bedienfeld auf. Also hier bei den erweiterten Optionen kommen wir in diese alte Fassung. Das hier sah so aus früher. Oder wenn ich das nochmal, komme ich eigentlich zurück hier in das einfache Farben? Nee, komme ich nicht. Das nochmal anklicken. Oder dieses etwas neuere Bedienfeld dazu. Genau, ich fange mal mit dem etwas neueren an, weil man hat es hier etwas reduziert auf die wichtigen Sachen. Das ist eigentlich so viel schöner, wie es jetzt gemacht wurde, habe ich doch festgestellt. Und zwar haben wir also hier alle Farben, die jetzt angewählt sind. Die werden also hier zusammengezählt. Bei der alten Fassung habe ich dann gesehen, wie viele Farben es sind. Aber es ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig, dass ich sehe, wie viele, sondern viel wichtiger ist ja, was ich damit dann machen kann. So, und diese markanten Farben, die er jetzt hier rausgesucht hat, könnte ich mir dann auch in die Farbfelder legen. Also hier, wenn ich auf den Ordner draufklicke, könnte ich mir diese markanten Farben dann auch als Farbgruppe speichern. Und ja, genau. So, die Farbgruppen, die wir haben, da gibt es ja verschiedene Bibliotheken, beziehungsweise Farbgruppen in den Bibliotheken, da auch jeweils Farbgruppen. Oder hier habe ich eben die Farbgruppen im Dokument. Ja, wenn ich in die Farbfelder gehe, habe ich also hier drinne Farbgruppen da unten. Und die werden dann halt hier, das ist jetzt nur diese alte und diese da, die werden hier an dieser Stelle, ups, hier oben angezeigt da. Das sind die Farbgruppen, die sich in den Farbfeldern befinden. Und aufgrund dieser Farbgruppen kann ich meine neuen Schuhe umfärben. Ja, also ich habe jetzt da zum Beispiel so eine gelbliche drin. Wenn ich die jetzt anwähle, wird die sozusagen als Grundlage genommen, diese Farbgruppe. Und man sieht schon, wie sich die Schuhe jetzt hier verändert haben. Und diese beiden Regler, das sind Zufallsgeneratoren. Also hier kann ich jetzt durchklicken und per Zufall Sättigung und was nimmt er hier? Sättigung und Helligkeit nach Zufall werden da einfach nur verändert, ausgehend von dieser Farbgruppe, die ich in den Farbfeldern liegen habe. Und das ist natürlich sehr schön, da kann ich also wirklich die dollsten Sachen hier mitmachen. Und was eben jetzt auch neu ist, dass ich mit der Pipette aus Bildern heraus mir da Farbgruppen oder Farbschemen zusammenstellen kann. Ich ziehe es mal ein bisschen beiseite. Also ich habe hier drei Bilder platziert. Man kommt natürlich nicht ganz so gut ran. Vielleicht schiebt man sie mal ein bisschen darüber. Mal gucken, ob ich die jetzt hier noch anwählen kann. Nicht so ganz, aber ich schiebe sie mal rüber. Wähle wieder meine Schuhe an. Gehe nochmal hier rein. Und leider ist beim Schließen jetzt der Zurück-Button hier deaktiviert. Aber egal. Ich kann also hiermit in bestehende Bilder klicken. Und aus Bildern auch Farben rausholen. Ich klicke mal hier vorne rein. Und man sieht, man hat jetzt diese Bilder aus dem, die Farben aus dem Bild hier unten drin. Und jetzt so verschiedene Rottöne. Und ich kann die auch hier per Zufallsgenerator so zusammenmixen. Aber er nimmt dann immer dieses Farbschema sozusagen als Grundlage für die Umfärbung. Das ist natürlich genial. Und ich kann mir dann diese markanten Farben als neue Farbgruppe wiederum speichern.
ist dann hier unten drin und kann auch ein anderes Bild nehmen. Nehmen wir mal das. Genau, vielleicht machen wir es mal folgendermaßen. Ich gehe mal raus. Ach, hier kann ich mir sogar vor und zurück. Das ist natürlich toll, dass ich mich durch die vorherigen Varianten hier durchklicken kann. Ah, das ist natürlich noch besser. Wusste ich ja gar nicht. Also hier kann man sich durch die vorherigen. Das hat das vorherige Bedienfeld nicht gehabt. Und dieses Zurück ebenfalls nicht. Also da gab es zwar eine Pipette, aber die war etwas versteckt. Also hier komme ich zurück zur Ausgangsversion. Hier kann ich mich durch die verschiedenen Zufallsmix-Ergebnisse durchklicken zurück. Und hier kann ich eben Farbgruppen bestimmen, aufgrund derer sozusagen die Schuhe neu umgefärbt werden. Genau. Ja, ich nehme mal jetzt wieder diese Ausgangsschuhe mit gedrückter Alt-Taste einmal hier rüber. So. Und dann mal das Bild in der Mitte. Das heißt, anwählen. Man gu muss gucken, dass man die immer sieht am besten. Das ist so ein bisschen, dass man. Naja, doch, es geht so. Also da sieht man die Schuhe. Jetzt nehme ich hier diese Pipette und klicke mal auf das zweite Bild. Man kann sogar mit dem Lasso hier bestimmte Bildbereiche umranden, wobei er nimmt, glaube ich, doch das ganze Bild. Ne? Ja, doch, das ganze Bild. Also das Lasso hatte jetzt hier nicht so wirklich. Genau. Wenn ich die Shift-Taste drücke, könnte ich also aus dem Bild noch weitere Farben dazufügen. Aber ich denke mal, ich nehme nur ein Bild. Das ist jetzt weitestgehend Grün- und Rottöne hier drin. Sieht man ja auch hier ganz gut. Und nun kann ich trotzdem noch durchklicken durch diesen Zufallsgenerator hier und verschiedene Versionen quasi probieren. Hier wird die Farbreihenfolge beliebig geändert. Naja, und da kann man sich natürlich überraschen lassen. Das ist jedes Ergebnis eigentlich total anders. Und das, was mir gefällt. Ja, und jetzt habe ich so ein paar hier durchgeklickt. Und das ist echt genial, dass ich hier zurück kann. Also ich kann hier wirklich durch die einzelnen Ergebnisse zurück. Und sag mal, das finde ich am schönsten. Da kann ich mir auch gleich die Farbgruppe dazu speichern. Und genau. Und jetzt muss die Frage, wie schließe ich das Bedienfeld? Einfach daneben einen Doppelklick. Oder Werkzeug wechseln. Ja, Werkzeug wechseln, daneben klicken. Ja, und das ist natürlich genial, was mir jetzt hier schönes. Also wie schnell man dann eigentlich verschiedenste Versionen machen kann. Nehmen wir mal noch das Bild mit dem Blau. Ich kann auch bestehende Illustrator-Teile nehmen und daraus mir die Farben dann holen. Ne? Genau. Nehmen wir mal dieses Bild. Pack's mir mal jetzt. Naja, pack's mir mal dahin. Und wähle die Schuhe aus. Neue Version und klick da drauf. Nehme wieder meine Pipette, meine Farbschema-Pipette. Klick aufs Bild. Und jetzt wären das natürlich vorwiegend blaue Töne. Hier ist vielleicht der Kontrast noch nicht groß. Muss man gucken, dass man hier noch ein bisschen guckt. Ja, so zum Beispiel. Oder so. Oder so. Ja, so sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Genau. Und diese Farbgruppen, die kann man natürlich dann auch jeweils als ASE-Datei speichern. Ich sage wieder markante Farben speichern. Und gehe jetzt nochmal kurz in die Farbfelder rein, um nochmal zu gucken. Also haben wir hier unten jetzt diese markanten Farben alle gespeichert. Und die könnte ich natürlich dann auch exportieren, wenn ich die alle anwähle hier. Wenn ich sie im anderen Programm brauche, könnte ich sagen, Farbfeldbibliothek als ASE speichern.